Hey Cutie, willkommen bei einem neuen Vlog. Wie ihr seht, es ist schon ziemlich dunkel, deswegen bin ich gerade mich am Anleuchten. Ich hoffe, man kann mich gut sehen. Ich habe gerade spontan gedacht, ich will jetzt mal eine Nacht im Urwald schlafen. Und ihr seid dabei. Das Lustigste ist, dass ich jetzt wahrscheinlich auch gleich streamen werde, weil Internet hier ganz okay ist. Auto ist auch am Start, wie ihr sehen könnt. Und wir bauen jetzt erstmal schnell unser Lager auf. Hund ist auch dabei, es wird alles so ein First Try. Und ich habe voll Bock, ich bin einfach spontan losgefahren und im Sonnenuntergang durch den Wald. Alles komplett verrückt, eigentlich war die Sonne schon untergegangen. Ich hole euch gleich wieder, wenn das Lager am Start ist. Bis gleich, ciao, ciao. So, Pieps, wir haben einmal einen Hund. Wir haben alle möglichen an Sachen. Wir haben Technik, Batterie, dafür habe ich einen Adapter. Tatsächlich können wir hiermit dann alles Mögliche an Sachen aufladen, die wir brauchen. Aber wie ihr seht, es ist absolut dunkel. Ich werde jetzt hier mal aufbauen. Ja, ich bin der Campingman. Wir haben Gaskocher dabei. Wir werden gleich noch ein bisschen was kochen. Kommt gerne mal auf meinen TikTok live. Da gibt es immer mal irgendwelche verrückten Sachen. Und hier sind wir tatsächlich jetzt mit dem Auto unterwegs. Es knackt die ganze Zeit schon im Wald. Ich bin echt ein bisschen, ja, creepy unterwegs. Also es ist schon verrückt. Ich hoffe, alles ist soweit gut zu erkennen für euch. Ich habe überlegt, im Auto zu pennen, aber ich glaube, ich werde noch schnell das Zelt aufbauen. Und dann mal gucken. So, Pieps. Im dunklen Zelt aufbauen habe ich auch noch nie gemacht. Ich hoffe, man kann hier einigermaßen irgendwas erkennen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich habe gerade so Bock, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ist auch schon ewig her, dass ich das letzte Mal gecampt habe. Bei der Madeira-Überquerung damals. Das ist ein nagelneues Zelt. Überhaupt alles neues Equipment, was ich jetzt hier rumtümpeln habe. Und ich bin echt gespannt. Mal gucken, wie der Hund mit klarkommt. Das ist aktuell so meine größte, na, ich will nicht sagen Angst, Skepsis. Trifft es ganz gut zu sagen, boah, keine Ahnung. Wie kommt der da drauf klar? Dann kommen sie dran hier. Sieht schon mal ein bisschen zeltmäßig aus. Das Geilste ist, das Zelt hat 30 Euro gekostet. Absolut krass. Decathlon, mein neuer Lieblingsladen. Eigentlich schon lange. Das Interessante wird ja tatsächlich, dass wir halt draußen pennen und dann das ganze Geräuschezeug hören und so. Ich habe hier so eine Matte. Wie ist das, breit oder lang? Ich glaube, so ist schmaler. Ich habe keine Luftmatratze oder Isomatte oder sowas. So, ob wir die Nacht durchschlafen, Freunde, oder nicht? Wir werden es erfahren. Schlafsack muss da noch rein und Kissen. Oh, ich habe gerade so Bock drauf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie verrückt spontan muss man einfach sein. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Licht. Tada. So, also hier kleines Campingkissen. Geiles Packmaß, chillig. Also, Zelt steht. Ich habe da ein, naja, keine Isomatte, so ein, einfach nur so einen Schutz in den Boden draufgelegt. Hier haben wir chillig, kleines Packmaß, süßes kleines Kopfkissen. Das habe ich mir mal gegönnt. Ich habe alles hiervon noch nicht ausprobiert. Ich bin's gespannt. Vor allem halt, wie gesagt, ob der Hund mit reingeht. Daher ist ja eher so ein Schisser. Es wird eher schwierig. Aber zur Not haben wir ja das Auto da stehen. Und ja, kann der einfach im Auto chillen. Nehmen wir noch das Überzelt. Schlafsack hatte ich eben auch noch irgendwo. Ja, alles gut. Schlafsack ist hier, auch absolut chilliges Packmaß. Klein, 10 Grad, bis zu 10 Grad. Absolut cool, mega Ding. Und ich frage mich gerade, wie er aufgeht. Ah, das ist so eine Überkappe, verstehe. Mega cool gelöst. Meine Knoten, wie ihr seht, alles noch original verpackt, verknotet. So, was damit? Ich schiebe das Ganze mal rüber. Mit der Hoffnung, dass die Hundedecke da reinpasst und der Hund da auch Bock drauf hat. Da mitzumachen. Bleib schön da, alles cool. Einmal Hundedecke. Die kennt er schon. Tada, die packen wir daneben. Hier kann man einfach die Dinger da reinpacken. Huch. Komm hier. Schwupp. Wie gesagt, die Heringe sparen wir uns jetzt. Das ist das Zelt. Auf der Seite auch noch. Es wird wohl heute Nacht nicht so stürmen, dass wir hier wegfliegen. Ja,
Das müsste man vielleicht noch wegspannen wegen Luft. Da schnappen wir uns mal 4 Heringe. Hier, das ist auch cool gelöst. Da ist automatisch so ein Stab mit drin. Kann zirkulieren. Absolut cool. So, Pieps, ich habe euch wieder am Start. Ich habe ein bisschen, das Camp ist soweit fertig aufgebaut. Wir haben gerade mal versucht, ich und der Chat, ich bin nicht live, lustigerweise, einfach mitten im Wald. Ich hätte mich vielleicht auch allein ein bisschen eingeschissen, sage ich ehrlich. Aber mal gucken. Ich bin ja in meinem Safe-Auto. Ich kann ja hier easy einfach mich verstecken. Auf jeden Fall habe ich gerade erstmal ein bisschen mich sehr blöd angestellt, um diesen Gaskocher aufzubauen und da die Flasche reinzupacken. Und dann habe ich tatsächlich nicht den Punkt gefunden, wo man das Ganze entzündet. Das war etwas schwer. Aber das Lustige ist, dass der Knopf dafür, um das zu entzünden, in dieser ganzen Sache drin ist. Das heißt, da unten ist der Knopf drin. Muss man auch alles erstmal wissen. Ich dachte, der wäre irgendwo außen. Also wir bereiten ein bisschen Essen vor, sehr spartanisch, einfach ein bisschen was geschnibbelt. Das wird dann grob angebraten und dann mit Nudeln und ein bisschen Fertigzeug vermischt. Aber wenigstens ein bisschen was Echtes noch dazu, ein bisschen was Frisches. Und es ist, ich glaube, es wird was. Versuchen wir uns mal nicht zu verbrühen hier. Tada! Merkwürdig, wir haben irgendwie, keine Ahnung, gerade erst 10 oder sowas. Und es ist so, also so voll einfach in der Natur, in der Wildnis. Es ist meine erste Nacht alleine, außer dass Hundi noch im Auto ist. Aber ich sitze hier so rum und es ist einfach pottenschwarz. Also ich sehe außerhalb von der Lampe nichts mehr. Hinter, also ich blende mich hier selber mit der Lampe und dahinter schwarz. So. Und irgendwie ist da gerade was gerannt. Es ist galoppiert wie ein Pferd. So, aber nicht so schwer. Also ich glaube Reh. Ich weiß nicht, ob es hier Wildschweine gibt, ich glaube nicht, aber das wäre ein bisschen anders und dann muss ich auch ganz schnell auf mein Auto klettern. Bisschen gruselig, aber genau deswegen bin ich hier draußen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wasser ist auch gesorgt und Beschützer ist auch am Start. Also, wir liegen jetzt im Bett. Es ist, ich glaube, 1.35 Uhr um den Dreh, plus minus. Ja, wir haben hier diese Polstermatte unterliegen. Hier das Ding. Das ist halt einfach nur irgendwie so eine Art Isoliermatte, keine Ahnung. Ich habe jetzt schon das Gefühl, ich merke morgen auf jeden Fall Rückenschmerzen haben. Und kalt ist mir nicht. Und ich bin noch am Überlegen, ich lege mit dem Kopf gerade Richtung Öffnung, also Eingang. Mag ich irgendwie eigentlich nicht, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich andersrum liege, dass ich mit dem Kopf nach unten liege. Und mit dem Kopf nach unten liegen ist irgendwie nicht cool. Dementsprechend, ja, Hundi ist auch hier. Und dann versuchen wir einfach mal zu pennen. Morgen zeige ich euch dann, wie mein Camp aussah. Das große Camp. Seid gespannt. Bis gleich. Ciao, ciao.
Guten Morgen. Ja, Nacht war cool eigentlich. Ich habe zwar Rückenschmerzen, aber sonst ist es warm. Ich habe die Nacht überstanden. Ich habe die Nacht sehr gut überstanden. Hätte ich nicht gedacht. Ich war tatsächlich noch etwas länger wach und habe Sterne angeguckt. Unfassbar krass, unfassbar geiles Gefühl überhaupt, hier irgendwie im Wald unterwegs zu sein. Also es schreit nach Wiederholung. Es war ein super Test. Also ich habe jetzt die eine Nacht hier übernachtet und so ein kleiner Test, um zu gucken, ob Toru auch klarkommt. Der Sound hat sich perfekt geschlagen. Also ich bin heute Nacht irgendwie, weiß ich nicht, war ich wach? Ich glaube vielleicht ein oder zweimal, weil ich mich gedreht habe, weil ich Rückenschmerzen hatte. Also mit nur so dieser Unterlage, was ja keine richtige Isomatte oder irgendwas war, war der Boden schon recht hart. Aber trotzdem alles in allem absolut geil. Also ich bin echt erholt sogar. Ja, ich habe eigentlich sogar damit gerechnet, dass Hund irgendwie raus will aus dem Zelt oder so. Aber gar nicht. Ich hatte seine Couchdecke mit drin und da hat sich ja hingelegt. Ich weiß, dass er sich ein paar Mal gedreht hat, wo ich mich gedreht habe. Also wenn ich mich bewegt habe, hat er sich gedreht und dann, jo, dann war er wieder am Start. Alles cool, alles gechillt. Also ich bin mega happy. Dann kann ein größerer Ausflug auf jeden Fall kommen. Mega cool. Zeige ich noch mal ein bisschen die Gegend. Dann machen wir noch einen kleinen Camp-Rundgang. Und dann ziehen wir erstmal durch für heute. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück im Camp. Kleine Gassi-Runde, Hund fühlt sich übelst wohl im Auto. Und ja, that's it. Viel mehr war es nicht. Eine super kleine, schöne, entspannte Lichtung. Mitten im tropischen Eukalyptuswald von Madeira. Ich finde das schon absolut cool, mit so einem Auto durch die Gegend fahren zu dürfen. An der Winde muss ich noch ein bisschen rum reparieren, da die nämlich auch irgendwie nicht mehr funktionieren will. Ich wollte da ja neulich einen Baum mit wegziehen und jetzt hängt die so ein bisschen da raus. Naja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen was essen, die Sonne genießen, mir eine kurze Hose anziehen, Mitte November und dann gibt's für euch noch einen kleinen Drohnenrundflug. Dann machen wir uns langsam wieder nach Hause. Bis gleich, Pieps. Thank you.
Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da, würde mich super freuen. Das war nur eins von vielen kommenden Abenteuern. Zu Land, zu Wasser und in der Luft. Keine Ahnung, wir werden mal sehen, was noch kommt. Auf jeden Fall habe ich den Spot extrem geliebt. Ich bin super happy, dass es mit dem Hund geklappt hat. Ich hoffe, euch hat es wie gesagt gefallen und guckt gerne beim nächsten Mal wieder rein. Auch gerne auf meinen anderen Channels. Wir sind jeden Tag live auf TikTok und ja, habt einfach Spaß da draußen. Genießt das Leben, es ist so wichtig. Ciao, ciao.